Die Idee ist eigentlich darum gekommen, weil ich in den Bergen etwas gemacht habe unter dem Namen Symphonie der Wasserfälle, wo an einer speziellen Location, also einem wunderschönen alten Hotel, stattgefunden hat. Und ich bis letztes Jahr habe das gemacht. Und für mich war immer wichtig, wenn ich etwas so Kulturelles mache, den Ort. Und weil ich den Damo schon lange kenne und im Zusammenhang mit der Ziegelhütte dann mitbekommen, dass er da ist und sie da ein kulturelles machen, als Kulturplatz etablieren. Da sind wir zusammengehockt und haben ein bisschen Ideen austauscht. Und so sind dann eigentlich die Symphonie der Zwischenfälle für mich dann klar gewesen, dass man es da machen könnte. Has an effect, makes you feel what you're for. The power to relax as you allow it more and more. Could be a timeout just as well as stimulation. Can elevate your feelings now and give a good sensation. Near the confident, close to the good. You want to feel it more intense, stronger if you could. Hope and desire, combined and aligned. Es war von Anfang an klar, dass das einmalige Areal danach schreit, bespielt zu werden. Man hockt hier in dieser Trinkhalle und es hat unten dran die Kegelbahn und es hat den Biergarten und es hat nochmal ein Gärtchen und das sind einfach alles dermaßen einmalige Räume drinnen und draussen, dass es schade wäre, wenn wir da nicht die bespielen, kulturell im weitesten Sinn. Und, aber dass es jetzt zum Kulturverein dann gekommen ist und der Aufwand, der damit verbunden ist, sag ich mal, ist nicht von Anfang an klar gewesen. Sind wir jetzt am Lernen, was es so jetzt halt bedeutet und auch welche Kultur das richtig ist da oben. Wir probieren jetzt quer von Kindermusical bis Punkrock-Konzert ein bisschen alles aus und werden sehen, was Sinn macht. Also das, wir stehen am Anfang von einem langen Prozess, glaube ich, bis man mal herausgefunden hat, was da oben am meisten Spass macht. Ziegelhütte und der Kulturverein, was kann der für einen Beitrag leisten für Schwammendingen? Es gibt extrem viele Vereine in Schwammendingen und es gibt aber wenig, sagen wir, Kulturlokale in Schwammendingen. Und das soll eigentlich genau das da oben ein bisschen vereinen. Dass man da oben einen kulturellen Anlass hat, wo aber auch die Vereine da oben können, irgendwie nutzen, wo wir aber auch Veranstaltungen organisieren. Das soll eigentlich ein Mix sein für die Schwammendinger von Schwammendinger. Könnt ihr irgendwie an dem Ort auch so ein bisschen die Stadt Zürcher und die Schwammendinger zusammenbringen? Oder
Was haben Sie da für Ideen diesbezüglich? Ja, also eigentlich, das ist ja die Grundidee vom Kulturverein Ziegelhütte und vom Wirtepaar da, dass man eben Zürcher, Stadt Zürich, die Urbane, die urbanen Leute anbringt, aber auch die Schwammendinger, allenfalls auch die Überdörfer, die Agglomeration, also ein bisschen das Ländliche und Urbane da gemischt anbringt. Also schon, ja, Zürcher, alle Zürcher und jung und alt grundsätzlich. Und da, also der Anlass ist eigentlich auch ein bisschen gedacht, dass verschiedene Segmente Besucher können angesprochen werden. Du siehst langsam ein bisschen müde aus. Hast du es streng, Tomo? Ja, sicher ist es streng, die Leute auf Schwammendinge holen. Ziegelhütte betreiben. Aber wo Herzblut drin ist, da erschöpft sich die Energie nie.